Unser heutiges Thema, ein Tipp. Ein Tipp, den man braucht, um die Bälle so locker wie die Profis am Stock genau neben die Fahne zu schlagen. Bleibt dran! Liebe Golffreunde, Ihr Golfpro George hier. Es ist Licht am Horizont. Die ersten Bundesländer haben ihre Golfanlage geöffnet und bald werden wir draußen, um unsere erste Golfbälle zu schlagen. Braforst ist in der besten Zustand. Einen großen Dank an Daniel und unsere Greenkeeper-Mannschaft. Also meine Feedback, die Golfanlage ist in der besten Zustand und warte auf uns. So, ein Tipp heute und ist nicht was anderes, um diese Lockerheit zu spielen. Alle Profis, die spielen so locker und die benutzen am meisten ihre Körperbewegung. Um unser heutiges Video zu verstehen, wir haben die Füße zu und wir drehen. Also genau diese Körperbewegung brauchen wir. Also wir spüren dann den Schlag von unserer Hüfte, von unserer Körperbewegung. Eine große Fehler ist, wenn man nur mit den Händen spielt, ohne Körperbewegung. Das ist vielleicht gut beim Chip and Roll, aber beim Chipping, wir benutzen immer unsere Körper. Also das ist eine große Fehler und ist total anders, wenn der rechte Knie bewegt. Also wir sind sehr locker mit dem Oberkörper und wir kontrollieren die Bewegung des Schläges mit unserer Körperbewegung. Also wir haben die Füße mehr zusammen, der linke ein bisschen zurück, um diese Drehung zu helfen. Und wir kontrollieren die Bewegung des Schläges mit unserer Körperbewegung. Wir achten darauf, dass bei dem Ende dieses kleinen Schwungs der rechte Knie ist so weit wie der linke. Das war's, meine Damen und Herren. Ich hoffe, dass unser heutiges Video wieder interessant war. Wie gesagt, bald werden die Golfplätze wieder offen. Wir freuen uns darauf, denn wir sind überzeugt, dass Golfsport geeignet ist, ein Paradebeispiel für eine Sportart zu sein, die unkritisch gilt, was die Verbreitung des Coronavirus angeht. Mit diesen Gedanken, bis bald und viel Spaß!